Moin zusammen. Ich möchte euch heute mal meinen neuen Fotorucksack vorstellen. Und zwar geht es heute um den Lowe Pro BP450 Whistler AW. Ich hoffe, ich habe es in der richtigen Reihenfolge gesagt, aber so heißt das ganze Ding. Und es ist noch die Version 2. Also es gibt da einen Vorgänger von. Aber wie gesagt, das ist jetzt das aktuelle Modell, die zweite Version. Ich gehe nachher in dem Video auch nochmal kurz auf ein, zwei Unterschiede zur ersten Version ein. Aber wie gesagt, das ist jetzt das aktuelle Modell. Noch eins vorweg. Ich habe den Rucksack selbst bezahlt. Der ist also nicht gesponsert oder irgendwie gestiftet. Der steckt mein eigenes Geld drin. Den habe ich mir bestellt, liefern lassen. Wenn wir gerade dabei sind vom Preis, der liegt jetzt ungefähr so bei 230 Euro, glaube ich, so um den Dreh, 230, 250 Euro, so um den Dreh müsste der verfügbar sein. Kurz was zu den Maßen, der wiegt 3090 Gramm, ist ja jetzt nicht schwer, aber halt auch kein super Leichtgewicht. Von den Maßen ist 60 cm hoch, 33 cm breit und hat 25 cm in der Tiefe. Ja, das kurz zu den technischen Daten und jetzt gehen wir eigentlich auch mal direkt ins Detail. Also, Lowe Pro wirbt damit, dass der Rucksack aus Nylon 66 hergestellt ist. Was auch immer das heißen mag, die genauen Spezifikationen von Nylon 66 kenne ich jetzt nicht. Aber was ich weiß, der Rucksack macht einen super robusten, super festen, hochwertigen Eindruck. Also wenn man sich das Material mal so anschaut, die Oberflächen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bis jetzt bei noch keinem anderen Fotorucksack so gesehen. Hat fast schon so ein bisschen was von LKW-Plane, sage ich mal. Also macht wirklich einen super festen, langlebigen Eindruck. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut bei dem Rucksack. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, sollte aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Der Rucksack steht von allein. Also wenn ich den wirklich irgendwo auf den Boden stelle, der kippt nicht um, der kippt nicht nach vorne, der kippt nicht zur Seite. Das ist echt schon mal sehr viel wert. Gerade wenn man draußen unterwegs ist, man stellt ihn irgendwie auf einen nassen Untergrund, auf einen matschigen Boden oder was auch immer, möchte man halt nicht, dass der noch irgendwie zur Seite kippt und dann noch dreckiger wird. Der steht wirklich bombenfest unten auf der Fläche, so wie es sein soll. Kann ich noch mal eben kurz zeigen. Unten diese Fläche ist halt auch noch mal extra gummiert, sage ich mal, mit noch einem etwas festeren Material. Wirklich sehr hochwertig. Kommen wir mal zur Rückseite und erstmal zum Tragesystem. Also die Schultergurte sind wirklich sehr angenehm gepolstert, nicht zu weich, aber wie gesagt, ich habe den Rucksack jetzt schon 3-4 Wochen in Betrieb, sage ich mal, und der trägt sich wirklich angenehm, kann man nicht anders sagen. Diverse Einstellmöglichkeiten, wir haben einmal hier die normalen Schultergurte und dann hier oben nochmal, ich glaube, die nennen sich Lastengurte. Geht im Endeffekt darum, um den ganzen Rucksack noch etwas mehr an den Rücken ranzuziehen. Dann haben wir nochmal schöne breite Hüftgürte, auch ein schönes Wort, Hüftgurte, so nennt sich das. Wirklich schön breit, auch angenehm gepolstert. Auf der einen Seite haben wir nochmal so zwei Schlaufen für Lowe Pro Sliplock System, wo man dann nochmal diverse Taschen, vielleicht einen Objektivköcher oder ähnliches reinschieben kann, um halt nochmal so das Ganze ein bisschen zu erweitern. Auf der anderen Seite haben wir eine Reißverschlusstasche, eine kleine. Finde ich eigentlich auch eine sehr gute Lösung. Bei mir kommt da immer meine Stirnlampe rein. Kann man aber auch ein Handy reinpacken, Akkus, was auch immer, was man halt gerne möchte. Machen wir mal hier mit der Seitentasche weiter.
An der Seite haben wir erstmal wieder zwei Gurte. Hier könnten wir eigentlich auch wieder ein Stativ hinpacken. Ist aber meiner Meinung nach nicht die beste Position für ein Stativ, weil wir darunter auch noch eine Tasche haben. Ich zeige das einmal so. Kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier haben wir noch mal eine relativ flache Tasche mit so zwei Einschubfächern noch. Ist eigentlich optimal, um vielleicht eine Karte reinzupacken, eine Wanderkarte. Bei mir passen da wunderbar meine Fotohandschuhe rein. Sind dann auch sehr gut verstaut. Wenn man natürlich jetzt auf die Seite noch ein Stativ klemmen würde, würde man nicht mehr so schön an die Tasche drankommen. Aber ich zeige euch gleich, es gibt noch genug andere Möglichkeiten, Stative an dem Rucksack anzubringen. Kommen wir dann direkt zur anderen Seite. Hier auch nochmal zwei Schnallen, um ein Stativ anzubringen. Und die Seite nutze ich halt auch, um mein Stativ zu transportieren. Hier kommt immer mein großes Benro-Stativ dran. Kann ich hier oben wunderbar einklippen. Hier unten nochmal durch die Schlaufe durchziehen. Dann sind die Beine nochmal extra fixiert. Und dann kann ich das dritte Bein hier noch drüber legen und mit dem Gurt festziehen. Das klappt also wirklich sehr gut. Zur Vorderseite. Ups. So. Haben wir halt auch nochmal eine Möglichkeit, ein Stativ zu befestigen. Da mache ich dann meist immer mein kleines Videostativ dran. Das findet da auch wunderbar Platz, auch an diesen wirklich sehr hochwertig gefertigten Gurten. Kann man das sehr schön einklemmen. Das passt also. Also zwei Stative. Mal gucken, so liegt der besser. Also zwei Stative mit dem Rucksack transportieren ist also überhaupt kein Problem. Habe ich auch schon wirklich öfters mal gemacht. Gut, was haben wir noch an der Vorderseite? Man hat hier versteckt nochmal solche Schlaufen an beiden Seiten. Andere Seite auch. So, die sind gut verstaut hier. Da ist sie. Und wenn man jetzt zu diesen Schlaufen hier unten diese Gurte noch benutzt, kann man hier wunderbar vorne auch noch mal ein paar Wanderstöcke unterbringen. Also eine kurze Sache, was ich von meinem Rucksack erwarte. Ich möchte halt mein komplettes Fotoequipment in den Rucksack packen können und ich möchte halt, wenn ich wandere oder wandern gehe, ein bisschen zusätzliches Equipment, was halt nicht zu meinem eigentlichen Fotoequipment gehört, da reinpacken. Das heißt vielleicht mal eine dicke Jacke, eine Regenhose, was zu trinken, vielleicht ein bisschen Verpflegung, Obst oder was auch immer, was man halt so für eine Tagestour dabei haben möchte. Und dafür haben wir halt hier vorne einmal in dem Bereich ein Daypack. Da ist auch so der erste kleine Kritikpunkt, den ich bei dem Rucksack habe, was ein bisschen schade ist. Um an dieses Daypack dran zu kommen, müssen wir einmal diesen oberen gelben Gurt lösen. Wir haben hier nämlich die Rucksäcke und wenn wir den Gurt dran lassen, ist halt bei den Gurt Schluss. Weiter könnten wir jetzt halt die Tasche nicht aufziehen. Man würde halt so drankommen, sage ich mal, ist auch kein Problem, wenn da jetzt nicht allzu viel drin ist. Aber um die Tasche komplett zu öffnen, müssen wir halt einmal die Gurte ausheben. Ist aber im Endeffekt auch kein Problem, ist wirklich schnell gemacht. Wir haben mit zwei so Metallhaken, hier so zwei versteckte Ösen. Und wie ihr jetzt gesehen habt, das ist ein Handgriff. Dann sind die gelöst. Und jetzt können wir halt auch einmal die Tasche komplett aufmachen. So, hier ist noch mein kleines Videostativ drin. Kann man hier auch sehr gut unterbringen in dieser langen Schlaufe, sage ich mal. Die ist nach beiden Seiten hin offen. Da kann man sehr schön halt nochmal so ein Stativ reinstecken. Gut, also hier haben wir einmal das Daypack. Und wie man jetzt vielleicht sehen kann, ist hier innen drin nochmal ein ganz spezielles Material. Das ist nochmal, ja, so von der Haptik her, wie das Material, was unten am Rucksack von außen dran ist. Also ein ganz festes, ja,
weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, ein bisschen gummiartiges Material, was also wirklich absolut wasserdicht ist. Also hier kann man wirklich seine nassen Klamotten reinpacken und braucht keine Angst haben, dass jetzt irgendwie Feuchtigkeit in das Kamerafach reingeht. Nettes Detail noch eben von außen, wenn hier wirklich feuchte Sachen drin sind oder wenn hier vielleicht auch Getränke drin sind und es sollte tatsächlich mal was auslaufen oder sehr viel Feuchtigkeit drin sein, haben wir hier unten einmal ein Loch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich halte es mal einmal hier so in die Kamera. So. Hier unten ist so eine kleine Öse. Da würde dann halt die überflüssige Feuchtigkeit oder das Wasser entweichen. Auch ein sehr schönes Detail. Was mir halt auch noch sehr gut gefällt, ist bei diesem Daypick, das können wir erweitern. Wir haben hier an der Seite nochmal einen Reißverschluss. Den können wir umlaufend auch noch einmal, ups, da hakt er jetzt einmal, einmal komplett öffnen. Und haben jetzt die Möglichkeit, diesen Daypack, wie kann man das am besten sehen, so kann man das sehen, noch einmal ein bisschen zu vergrößern. Das heißt, wir haben das Maß im Endeffekt, wo wir die Höhe von dem Daypack nochmal erweitern können. Und wenn man den dann halt auf hat, dann sieht man das auch jetzt hier nochmal, so ist er zu und so ist er offen. Da passt dann jetzt fast, ja, ich hätte gesagt, fast das Doppelte an Volumen passt da nochmal rein. Da kann man also wirklich schon einiges an Equipment, ich sag mal, für eine komplette Tagestour mit reinnehmen. Und wenn man halt das Daypack nicht nutzt, kann man den Zipper hier wieder zuziehen. Und die Tasche ist wieder schön an, eng anliegend. Das war der Daypack. Dann haben wir oben noch mal eine Tasche. Mache ich auch einmal auf. So, mal reingucken. Genau. Da haben wir einmal drin. So ist es besser zu sehen. Das die Wetterhülle, den Regenschutz. Braucht man, glaube ich, noch nicht mal unbedingt. Also für mich ist es auch einer der ersten Rucksäcke, wo ich sage, der macht von außen echt so einen guten Eindruck, dass ich den auch getrost mal ohne Regenschutzhülle draußen im Nassen stehen lassen würde. Da hätte ich also echt keine Probleme mit. Wenn es wirklich mal richtig schütten sollte, wie gesagt, haben wir hier nochmal die extra Regenhülle in so einer kleinen Netztasche. Gut, des Weiteren haben wir halt hier nochmal ein Fach. Ich zeige das einmal so. Eigentlich auch groß genug, um zusätzliches Equipment reinzupacken. Ich packe hier immer meine Filtertasche rein. Da gebe ich euch auch mal einen Link oben. Da könnt ihr mal noch einen Test sehen von meiner Filtertasche. Die passt hier also wunderbar mit rein. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Beutel mit ein bisschen Reinigungszeug. Ich habe hier meine Akkus drin. Das passt also wunderbar alles hier oben noch in diese Tasche mit rein. Hier haben wir jetzt den ersten Unterschied, oder den ersten großen Unterschied, sage ich mal, zum Vorgängermodell. Wir können hier diesen Boden, der hier drin ist, das einmal hier, den Boden, der hier drin ist, den kann man rausnehmen. Der ist rundherum nur angeklettet und der lässt sich halt also entfernen. Ich nehme den einmal raus. Jetzt habe ich den Boden rausgenommen und jetzt hätten wir im Endeffekt einen Schnellzugriff auf das Kamerafach. Wir können jetzt hier direkt auf das Kamerafach zugreifen und wenn wir das den Rucksack jetzt halt so konfigurieren ohne diesen Boden hier drin, hätten wir im Endeffekt einen Schnellzugriff von oben. Wer es möchte, ist eigentlich eine angenehme Sache.
Man muss den Rucksack dann halt nicht mehr absetzen, um an die Kamera ranzugehen. Man kann einfach hier oben die Tasche aufmachen, reingreifen und die Kamera rausholen. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ist es wichtiger, dass ich nochmal ein zusätzliches Fach habe, um anderes Equipment da reinzupacken. Deswegen ist bei mir der Boden halt immer mit drin. Gut, das hat halt, wie gesagt, der Vorgängerrucksack hat diesen Schnellzugriff nicht. Das ist jetzt ein Unterschied dazu. Ich packe jetzt erstmal eben kurz den Boden wieder rein und dann geht es weiter. So, jetzt ist er wieder drin. Wie gesagt, jetzt habt ihr auch eigentlich auch gesehen, das geht eigentlich relativ fix. Gut, was haben wir noch hier? Wir haben noch ein Laptopfach. Und zwar da, wo bei mir jetzt so, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein Laptopfach drin. Das Laptopfach, was ich umfunktioniert habe, um mein Sitzkissen da reinzupacken, weil ich, wenn ich draußen bin, unterwegs bin beim Wandern, meinen Laptop eigentlich nicht mitnehme. Und ich habe einen 17 Zoll Laptop, der wird da eh nicht reinpassen. Die Tasche ist bis 15 Zoll ausgelegt. Die Laptoptasche findet hier also auch, wie gesagt, wunderbar noch Platz. Ja, das zum oberen Fach. Kommen wir jetzt zum Hauptelement und das ist das Kamerafach. Wenn man halt oben den Schnellzugriff nicht nutzen möchte, so wie ich das mache, sondern da halt eine extra Tasche noch hat, hat man den Zugriff auf die Kamera nur übers Rückenteil. Das heißt, wenn man den Rucksack auf dem Rücken trägt, kann da also so ohne weiteres keiner rangehen. Ist schon mal ein ganz guter Diebstahlschutz. Nachteil ist natürlich, wenn man an die Kamera ran möchte, muss man den Rucksack eigentlich abnehmen. Aber auch hier gibt es noch mal ein ganz nettes Detail. Und zwar, vielleicht kann man das jetzt auch hier in der Kamera sehen. Das Rückenteil ist hier nochmal, ja, so ein bisschen unterteilt. Zwischen diesen Polsterungen, die nebenbei gesagt auch sehr angenehm sind, gibt es nochmal so eine Unterteilung von dem Zugangsdeckel. Und wenn man jetzt den Zugangsdeckel nur zur Hälfte öffnet, kann man den oberen Teil umklappen, hat wunderbaren Zugriff auf den oberen Bereich vom Kamerafach. Kann hier sehr schön reingreifen. Ich habe hier zum Beispiel meine Kamera untergebracht, kann hier schön reingreifen, die Kamera rausnehmen und muss nicht das komplette Rückenteil aufmachen. Und man kann sicher sein, dass halt das Rückenteil jetzt nicht irgendwie in Dreck fällt oder was auch immer. Man braucht nur bis zur Hälfte öffnen, Kamera rausnehmen. Finde ich ein sehr gelungenes Detail. Gut, machen wir mal komplett auf. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und wie ihr seht, da passt also ordentlich was rein. Ich würde sagen, also fast über die komplette Höhe des Rucksacks bis auf oben die Tasche, ich sag mal die letzten, was sind das, vielleicht 10 cm, haben wir hier das komplette Kamerafach auf der gesamten Höhe untergebracht. Was man vielleicht von außen nicht so sehr sieht, oder man sieht es erst, wenn man den Rucksack wirklich mal in der Hand gehabt hat, der ist sehr tief. Und wie tief der ist, das kann ich euch am besten mal zeigen mit dem Objektiv. Ich habe hier mein
70-200 von Canon, ein F4. Und dieses Objektiv passt wirklich stehend in den Kamerarucksack rein. Also das habe ich auch wirklich bei bis jetzt sehr wenigen Rucksäcken gesehen, dass sie wirklich so eine Tiefe haben, dass so ein Objektiv da wirklich stehend reinpasst. Ich kann den Deckel noch zumachen, ganz bequem. Da klemmt auch nichts oder was auch immer. Und das 70-200 ist da stehend untergebracht. Diesen Vorteil bei der ganzen Geschichte, ich kann halt wirklich die komplette Tiefe des Rucksacks ausnutzen und muss nicht mein Teleobjektiv, mein 70-200, liegend irgendwo reinpacken, wo es dann dementsprechend mehr Platz wegnehmen würde. Also finde ich schon echt eine super Sache. Noch ein weiteres Beispiel, um zu sehen, wirklich wie tief dieser Rucksack ist. Ich habe hier meine Canon 6D mit einem Standard-Zoom drauf, das 24-105L Objektiv. Und auch das, also Kamera mit angesetztem Objektiv, passt hochkant in den Rucksack rein. Und genauso transportiere ich meine Kamera auch. Das 24-105 habe ich eh immer drauf, das ist das, was ich am meisten nutze. Das ist dann wirklich schon vorkonfiguriert, steht die Kamera so drin. Ich brauche einfach nur den oberen Deckel lösen oder die Reißverschlüsse bis zur Hälfte aufmachen, kann reingreifen und habe die Kamera wirklich griffbereit. Also das finde ich wirklich, ist eine super Sache. Habe ich bis jetzt auch bei keinem anderen Rucksack so gesehen, wo man ein Vollformat DSLR mit einem aufgesetzten Objektiv wirklich so verstauen kann. Ich meine, klar, wir kennen das alle, dass die Kameras dann so reingelegt werden. Das ist ja normal, das ist Standard. Aber dass die wirklich so stehend, sage ich mal, da reinpassen, habe ich noch nicht gesehen. Super platzsparend. Eine ganz tolle Sache. Okay, um euch nochmal einen Eindruck von der Breite zu vermitteln, habe ich jetzt hier nochmal mein großes Teleobjektiv. Das ist das 150-600 von Tamron. Und das passt jetzt nicht mehr von der Höhe rein. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen viel verlangt. Aber das passt wunderbar in der Breite rein. Kann man hier auch nochmal wirklich schön sehen. Ich meine, das ist nicht mehr allzu viel Platz, aber mit aufgesetzten oder mit aufgesetzter umgekehrter Gegenlichtblende passt das Objektiv wirklich von der Breite hier wunderbar rein. Und wenn man jetzt sieht, ich packe die Kamera nochmal dazu, jetzt habe ich schon drei Objektive und eine Vollformat DSLR hier im Rucksack und ihr könnt sehen, wie viel Platz ich hier noch habe. Und von diesen drei Objektiven sind das zwei Teleobjektive. Und ich habe hier noch ein Fach, hier noch ein Fach, hier noch ein Fach. Es gibt noch mehr Einteiler. Ich habe hier schon ein paar von diesen Schaumstofftrennwänden rausgenommen, um das noch mehr zu unterteilen. Aber wie gesagt, ihr könnt sehen, dass hier wirklich noch massig Platz drin ist. Gut, ich nehme das mal wieder raus. Schönes Detail noch bei diesen Trennwänden ist, eigentlich super simpel, aber habe ich so auch selten gesehen. Ein paar von diesen Trennwänden sind mit kleinen Taschen noch versehen. Da kann man also wunderbar, ich sag mal, was habe ich hier drin? Oh, die sind relativ tief. Zum Beispiel meine Fernbedienung, meine Infrarot-Fernbedienung findet da wunderbar drin Platz. Hier in der Tasche habe ich normalerweise noch ein kleines Etui, wo meine Speicherkarten drin sind. Also auch ein sehr schönes kleines Detail. Die Wände an sich machen auch wirklich einen super stabilen Eindruck. Die sind wirklich sehr fest, auch wenn jetzt hier nichts drin ist. Also die sind innen drin auch nochmal verstärkt, so wie sich das anfühlt.
Also der ganze Rucksack, das ganze Kamerafach ist wirklich sehr stabil, auch die äußeren Wände machen da wirklich einen sehr robusten Eindruck. Zum Deckel nochmal, hier haben wir auch nochmal ein paar Fächer. Zwei Reißverschlusstaschen, eine etwas kleinere, eine etwas größere. Ich habe hier unten, was habe ich hier noch drin? Nochmal einen Regenschutz für meine Kamera. Und hier oben sind auch nochmal zwei kleine Fächer für Speicherkarten. Ich nutze nicht für Speicherkarten, weil ich sowieso mehr wie zwei Speicherkarten habe. Aber hier können auf jeden Fall, passen auf jeden Fall Speicherkarten rein. Ja, Deckel zu. So sieht das Kamerafach aus. Und ich glaube, das ist es auch schon so im Groben, was diesen Rucksack ausmacht. Das ist jetzt, glaube ich, mein vierter Rucksack innerhalb von, weiß ich gar nicht, 8 oder 9 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe schon einen relativ großen Verschleiß, weil sich meine Ansprüche auch immer wieder geändert haben. Ist es der perfekte Rucksack? Ich glaube, den perfekten Rucksack gibt es nicht. Aber der macht wirklich schon sehr viel richtig und ich bin da sehr glücklich momentan mit. Kann ich nicht anders sagen. Also der macht echt einen guten Job. Ein paar Nachteile hat er, die will ich auch nicht verschweigen, für mich zumindest. Was mir so ein bisschen fehlt, ist eine Netztasche zum Beispiel an der Seite, wo man jetzt mal eine Trinkflasche unterbringen könnte. Ich habe lange gesucht, wie ich jetzt hier von außen eine Trinkflasche, ich habe eine große 1 Liter Trinkflasche, wie ich die hier unterbringe. Ich habe mich jetzt dann dafür entschieden, die hier an der Seite an so einem Karabiner festzuhaken. Ich habe so eine Öse an meiner Trinkflasche, wo ich sie dann hier dranhängen kann und dann hier unten mit den Gurten nochmal fixieren kann. Ist bestimmt nicht so dafür vorgesehen, aber eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht gefunden. Weiterer Nachteil, finde ich noch, ist, dass man keine Trinkblase unterbringen kann. Das hatte mein vorheriger Rucksack auch gehabt. Da konnte man noch eine Trinkblase mit einem Schlauch dran packen. Theoretisch ist es natürlich möglich. Ich sag mal, so eine Trinkblase hier in das Laptopfach reinzupacken. Aber das Laptopfach ist eigentlich auch in dem Bereich mit untergebracht, wo das ganze Kameraequipment ist. Und wenn da was kaputt geht, würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Ja, und vielleicht der dritte kleine Nachteil ist, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, ob man diesen Rucksack ins Handgepäck kommt, ins Handgepäck bekommt, wenn man fliegt. Ich denke, das kann eng werden. Also ich fliege eh sehr selten. Ich bin ja halt oft mit unserem Wohnmobil unterwegs. Da macht die Größe jetzt Oder ist die Größe jetzt nicht so entscheidend? Beim Handgepäck könnte es schwierig werden. Ich denke mal, wenn man alles andere Equipment rausnimmt und wirklich nur seine Fotosachen drin hat, hier vorne den Daypack schön festzurrt und den kleinen hält, müsste es eigentlich auch passen. Aber wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Da müsste man wirklich mal genau gucken, was die Vorgaben der einzelnen Fluglinien sind. Okay, ja, das waren ein paar Worte zu meinem Lowepro Whistler BP450 AW. Wie gesagt, für mich persönlich wirklich ein guter Rucksack, der bis jetzt meine meisten Anforderungen wirklich alle sehr gut erfüllt. Wie er sich auf Dauer macht, ob er wirklich so langlebig und robust ist, wie er jetzt von außen den Eindruck macht. Muss natürlich jetzt erst die Zeit zeigen, aber ich bin da guter Dinge. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.